Besser nicht so überheblich. Noch hast du die Puppe nicht. Okay. Was ist hier? Hier haben wir eine Truhe. Oh, Muschel, Smaragd und Gold. Das lassen die einfach hier so. Okay. So, ist aber auch schön, ne? Hier so eine kleine Bucht. Ist auch noch ein paar Jäger. Okay, dann gucken wir mal, was die nächste Aufgabe ist. Aber wir haben ja auch gehört von dem einen, dass Corrientes auch da ist. Sie haben ja sogar vorhin auch gesehen, wo ich hier so ein bisschen schon im Dorf mich umgeschaut habe. Und die Cordoba. Corrientes sollte nicht auch hier sein? Hört, meine Freunde, was ich zu sagen habe. Ich hatte eine Vision und die Tivas sprachen zu mir. Ah, hier ist er, ne, Corrientes. Ah, ein Pirat. Mutig von dir, hier so ranzuspazieren. Ich bin nicht hier, um Ärger zu machen. Ach so. Und was führt dich dann hier ins Niemandsland? Ja, einen Moment, ich muss los. Na okay, wir haben noch Zeit. Ja, was führt mich hierher? Wir sind deiner Expedition gefolgt. Ich bin auf der Suche nach Captain Garcia. Leutnant Valdez schickt mich, euch zu finden. Ja. Leutnant Valdez schickt mich, euch zu finden. Valdez also. Hm? Verstehe. Wo sind die denn hin? Ah. Wir hatten auf dem Weg hierher jede Menge Probleme mit Garcias Piratenbande. Also, warum sollte ich dir vertrauen? So, das haben wir schon mal erfolgreich. So, weil wir uns gegenseitig unterschätzen können. Unterstützen können, nicht unterschätzen, unterstützen natürlich. Weil ich nicht zu Garcias Leuten gehöre, ganz einfach. Weil ich nicht zu Garcias Leuten gehöre. Na, ob dich das zu einem besseren Menschen macht? Na schön, du siehst ja, dass wir die Maracay hier unterstützen. Im Gegenzug teilen sie ihr Wissen mit uns. So ist der Deal. Starker Rückhalt gegen die feindlichen Piraten. Gute Entscheidung. Ich werde dir sagen, was ich weiß, wenn du mir einen Gefallen tust. Ich finde hier, die Chani wirkt so ein bisschen so auf Drogen. Findet ihr nicht auch? So, als ob sie so, weiß ich nicht, Kokain oder so, was weiß ich, was sie da nimmt. Kenne mich da nicht aus, nutze sowas ja auch nicht. Aber sie sieht da schon so ein bisschen so aus, ne? So, dass sie in so einem gewissen Rausch ist oder irgendwie so. Naja, was kann ich für dich tun? Ihr habt auf eurem Weg mit den Piraten gekämpft. Kannst du mir eine Karte dieser Region geben? Haben wir doch eigentlich. Ja, fragen wir einfach mal das. Was kann ich für dich tun? Wir wissen, dass sich der Feuertempel in einem versteckten Tal befinden soll. Es gibt jedoch nur einen geheimen Zugang, der dorthin führt. Es kann oder will mir aber niemand sagen, wo er ist. Mann, das ist ja mies. Wenn du den Zugang für mich findest, werde ich dir sagen, wie man hineinkommt. Okay, ich werde den Zugang für dich suchen. Du wirst ihn an einer großen Feuerwand erkennen, die den Weg versperrt. Komm zurück zu mir, wenn du sie gesehen hast. Okay, der geheime Zugang, eine neue Quest. Ja, wir machen natürlich immer alles, wie immer. Ihr habt auf eurem Pfad mit den Piraten gekämpft. Ja, sie haben uns auf dem Plateau im Norden überrascht. Ein paar unserer Männer und zwei Eingeborene wurden aufgeschlitzt. Dann sind sie abgehauen, diese Feiglinge. Und wo kann Garcia jetzt sein? Ich schätze, er sucht dasselbe wie wir. Den Zugang zum versteckten Tal. Wenn du uns hilfst, den Zugang zu finden, wirst du früher oder später bestimmt auf ihn treffen. Was willst du denn eigentlich von Garcia? Tja, der ist aber neugierig. Ich suche ein wertvolles Artefakt, das er bei sich trägt. Ich will ihn töten. Er ist verflucht und ich will ihn befreien. Ist er verflucht? Er ist verflucht und ich will ihn befreien. Ich dachte, der Hund sei einfach nur gierig. Ich glaube, dass dieses Meeresungeheuer Mara ihn zu ihrer Marionette gemacht hat. Ja, das kann gut sein. Verstehe. Na dann, viel Glück bei deiner Suche. Ja, kannst du mir eine Karte dieser Region geben? Vielleicht ist sie auf seiner Karte ein bisschen mehr zu sehen. Kannst du mir eine Karte dieser Region geben?
In Ordnung. Hier, das sollte dir reichen. Da ist noch etwas. Einer unserer Männer ist während des Kampfes mit dem Piraten desertiert. Eigentlich wollte ich Scarpetta schicken, um den Feigling zu finden, aber ich will ihn nicht entbehren. Also, wenn du den Deserteur findest, erschieß ihn. Ist das nicht ein bisschen hart? Ich kann niemanden gebrauchen, der mir in den Rücken fällt, wenn es darauf ankommt. Okay, der Deserteur. Na gut, ich werde wohl nicht hier an die Truhe dürfen. Was ist das für einer hier eigentlich? Frag den Boss, wenn du was willst. Ja, alles klar, gut. Wir müssen den... Ich gucke erstmal auf die Karte, ob sich da irgendwas getan hat. Ah ja, gut, jetzt ist das hier alte Lagerstätte. Das wird wahrscheinlich das Tal hier sein, ne? Müssen wir hier irgendwie versuchen, hier durchzukommen. Ich glaube, ich könnte es... könnte man schaffen. Können wir mal versuchen gleich. Ja, aber wir müssen ja auch erstmal... Ich hatte eine Vision und die Tivas sprachen zu mir. Ich habe auch eine Vision. Das Dunkel kommt aus den Wassern zu uns. Hütet euch vor der Dunkelheit. Was ist hier eigentlich? Aloha, Fremder. Suchst du etwas Bestimmtes? Ja, ich bin bloß neugierig. Ich war bloß neugierig. Mein Vater sagte einmal, die Neugier ist der Urquell aller Errungenschaften. Ich bin Malaika, die Kiki des Dorfes. Kiki? Sisu? Kagucho ono palavatingo? Chi. San ono hasaka. Hey. Ah, verstehe. Ich gehöre zur Familie des Schwarzen Baumes und fertige Geschenke und Idole für die Hike. Sie sollen ihre Ehre bewahren und ihre Ruhe schützen. Aber ihr Schutz ist schwach. Die Hike sind aufgewühlt. Kannst du mir was über den Marakai-Stamm erzählen? Du siehst bedrückt aus. Handelst du auch mit deinen Sachen? Du siehst bedrückt aus. Dein Auge ist wachsam. Ich bin traurig, weil die Totenruhe meiner Ahnen gestört wurde. Was ist passiert? Piraten. Sie haben die Grabidole meiner Familie gestohlen. Nun sind die Hike aufgebracht und rufen mich im Schlaf. Ah. Die Toten sprechen zu dir. Die Toten sprechen zu dir? Ich höre die Hike schon seit meiner Kindheit. Das ist ja schrecklich. Nein, Gucho. Sie flüstern mit dem Wind und singen ihre Lieder. Aber wenn ihre heiligen Gräber geschändet werden, sind sie zornig. Kann ich verstehen. Ich könnte dir die Idole zurückbringen. Ich könnte dir die Idole zurückbringen. Das würdest du tun? Naja, ja. Es handelt sich um 3 Grabidole des Schwarzen Baumes. Sie gehören zu meinem Großvater Masaru, meinem Vater Akateko und meiner Großmutter Nalani. Wenn du sie zurückbringen kannst, soll deine Mühe nicht umsonst gewesen sein. Ja, mal gucken, wo wir die finden. Wo kann ich denn danach suchen? Wo kann ich die Idole suchen? Finde die Piraten, die unsere Gräber plündern. Dann findest du auch die Idole meiner Ahnen. Okay. Kannst du mir was über den Marakai-Stamm erzählen? Kannst du mir was über den Marakai-Stamm erzählen? Wir sind ein sehr altes Volk, das schon seit Jahrhunderten seinen Bräuchen nachgeht. Unsere Ahnen leiten uns dabei den Weg und wir beten zu ihnen. Was macht ihr denn alle den ganzen Tag? Jeder geht seiner Aufgabe nach. Chakadatu ist unser Häuptling. Aber bald schon wird er einen Nachfolger ernennen. Die Tonka sind unsere Kämpfer und Krieger. Sie schützen uns im Kampf und haben Stolz und Ehre. Die Tufas jagen im Wald und müssen noch lernen. Wir Kikis können Voodoo wirken, so wie Chakadatu. Die anderen Frauen sind Sammlerinnen. Du kennst Voodoo-Zauber? Chi. Aber Osamu im Wald war früher Chaka. Sein Voodoo ist viel stärker. So, so. Handelst du auch mit deinen Sachen? Handelst du auch mit deinen Sachen? Chi. Ich verkaufe Tränke und Pflanzen. Pflanzen? Ja. Wenn du willst, zeige ich dir, wie du daraus Tränke brauchst. Sieh dir ruhig alles an. Vielleicht findest du etwas, was dich schützt. Okay. Ah,
Sie kennt sich also mit Alchemie aus. Dann können wir ja auch endlich wohl mit den Pflanzen auch mal was uns selber herstellen. Aber zeig mal, was du so hast. Zeig mir deine Ware. Hä? Boah, so teuer. Oh, eine Schatzkarte. Ja, die können wir uns ja mal kaufen. So. Nee, Alchemie, ich glaube, das brauchen wir nicht. So. Wir haben eine Schatzkarte. Und können wir mal gucken. Warte mal. Das hier, ne? Auf meiner Karte kann ich den Aufenthaltsunterschied ziehen. Markieren wir das mal. Oh, da müssen wir, glaube ich, sowieso mal hin. Aber, bevor wir das machen, gehen wir mal uns an. Hört ihr, wie sie euch nachts den Schlaf da auf. Ist der redet der da. Der Untergang ist nahe. Er ist da. Okay, wir müssen jetzt wohl wieder zum Häuptling, um die neue Aufgabe zu besorgen. Was macht sie da eigentlich? Du bist gekommen, um uns zu helfen, oder? Darum lassen sie dich ins Dorf, obwohl du kein Blaurock bist. Warum fragst du? Viele unseres Volkes sind getötet worden. Die Piraten sind gierig, ohne Stolz. Ich will nicht, dass noch mehr sterben müssen. Vor allem nicht Koraka. Aber wer ist Koraka? Wer ist Koraka? Er ist ein Tufas und mein Mann. Ich warte schon seit Tagen auf seine Rückkehr. Er wollte die Piraten im Dschungel suchen. Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Oh. Wo ist er denn hingegangen? Wo ist Koraka denn hingegangen? Er ging zu den Gräbern der Hike, der aufgehenden Sonne, entgegen. Na gut, dann werden wir das wohl auch machen. Ich werde Koraka für dich finden. Tawonga Gucho, ich danke dir. Die Tiwas sollen dich schützen. Ja, danke. Und was ist das da drüben eigentlich? Ja, wollen wir so fies? Ja. Ach, irgendwie kriegt man da ja schon ein schlechtes Gewissen. Aber es ist nur ein Spiel auf der einen Seite, ne? Also was soll's. Was ist das da drüben eigentlich? Was meinst du? Unsere Hütten? Ach, lass nur. Auch wieder 150 ich hab schon, Gold. Was ich wollte. Naja, sie wird's verkraften. Hauptsache, sie bekommt ihren Mann wieder, oder? Das ist doch auch viel wert. So, was ist die für eine? Komm ruhig näher, ich beiß dich schon nicht. Ach, schade. Atme tief ein. Riecht das nicht wunderbar? Selten so schön gesprochen. Selten so etwas Schönes gesprochen. So gut bin ich auch nicht. Ach Mann, schade. Ja, riecht gut hier. Ich rieche gar nichts. Ich finde eher, es stinkt. wir sind ja mal charmant und sagen einfach mal, ja. Ja, riecht gut hier. Dachte ich mir. Das zeigt mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ich koche gerade ein sehr altes Rezept unseres Volkes. Es ist köstlich. Aber mir fehlt noch eine Kleinigkeit, um es zu vollenden. Ah, habe ich mir schon gedacht. Muss auch. Du bist hier die Köchin, also. Du bist hier die Köchin? Ich bin die Älteste der Sammlerinnen. Darum bereite ich nach dem Rezept der Hike das Essen zu. Was ist das für ein Rezept, das du da zubereitest? Firutaupi. Wenn du es falsch zubereitest, ist es tödlich. Na, das klingt ja lecker. Das ist es auch, wenn ich damit fertig bin. Leider fehlt mir die wichtigste Zutat, die Feuerschote. Oh. Hast du dein Rezept früher schon einmal ausprobiert? Ja, aber... Das ist schon ziemlich lange her. Es ist vorzüglich. Es heißt, es habe magische Kräfte. Und? Hat es welche? Nein. Es brennt nur so sehr im Rachen, dass man kaum sprechen kann. Verstehe. Okay, ich kann dir die fehlende Zutat bringen. Das ist gut, Gucho.
denn es ist schwer zu finden. Ich habe Esana bereits suchen geschickt. Aber es ist zu gefährlich für sie, wenn sie zu weit weggeht. Rede mit ihr und sag ihr, dass du diese Aufgabe übernimmst. Wenn du mir 4 Feuerschoten bringst, bekommst du etwas ab. Okay, dann hoffe ich mal, dass sie das Rezept noch richtig gut in Erinnerung hat, weil wenn es dann falsch zubereitet wird, habt ihr gehört, dann ist es tödlich. Das wäre nicht so gut. Wo findet man Feuerschoten? Sie wachsen auf den Plateaus, brauchen viel Licht. Durch die Sonne entwickeln sie ihr feuriges Aroma. Am besten, du folgst dem Dschungel Richtung Nordosten. Dort befindet sich eine Anhöhe. Frag Esana nach den Schoten. Sie sammelt dort. Ah, das ist aber eine ganz andere Richtung, wo ich eigentlich hin wollte. Naja, können wir irgendwann ja auch noch machen. Gehen wir jetzt nochmal zum Häuptling. Und dann werde ich auch die Aufnahmesession jetzt auch dann beenden. So. Upsala. Salu hat die Tatze des Schwarzen Jägers. Salu hat die Tatze des Schwarzen Jägers. Ja, das habe ich erwartet. Salu war immer das Schnellste. Nun denn, hier ist die zweite Aufgabe. Es ist die Prüfung der Schwäche. Jeder Krieger wird seine eigene Aufgabe erhalten. Eine, von der er am wenigsten versteht. Ich werde Salus Weisheit auf die Probe stellen und Hakekes Fähigkeiten der Fährtensuche. Oh, das ergibt doch keinen Sinn. Das wird den beiden nicht gefallen. Das ist ja großartig. Ist dir das ganz alleine eingefallen? Das ist ja großartig. Ist dir das ganz alleine eingefallen? Es ist der einzige Weg, um herauszufinden, wer über seinen Schatten springen kann und wer nicht. Geh zu Salu und sag ihm, dass ich ihn zu sehen wünsche. Ich werde ihm 3 Fragen stellen und sehen, ob seine Weisheit ausreicht, sie mir zu beantworten. Wenn er es schafft, soll seine Prüfung bestanden sein. Alles klar. So, das geben wir dann mal weiter und dann... Siehst du? Dann, wie gesagt, nicht in die Aufnahme, dann mache ich erstmal eine Streaming-Pause. Und dann nachher geht's weiter nach der Pause mit Minecraft. Oder mit Fallout. Nee, erstmal mit Fallout. Würde ich sagen. So. Der Tod fegt über das Land und wird auch vor unseren Hütten nicht Halt machen. So, nun kommt die Prüfung der Schwäche. Nun kommt die Prüfung der Schwäche. Chakadatu wünscht dich zu sehen. Du sollst ihm deine Weisheit beweisen. Er wird dir 3 Fragen stellen. Chi, ich wusste, dass so etwas kommt. Aber ich habe vorgesorgt. Jetzt kommt's. Genau für diese Aufgabe habe ich dich als meinen Hallmark erwählt. Ja, genau, deswegen. Ich werde mein Bestes tun. Ich habe doch keine Ahnung, was Datu wissen will. Ich habe doch keine Ahnung, was Datu wissen will. Ich habe vollstes Vertrauen in dich. Hoshi, der Shaganumbi. Was du nicht schaffst, hätte Potaka und ich auch nicht geschafft. Du klingst ja sehr entspannt. Was ist, wenn ich versage? Was ist, wenn ich versage? Wenn du zweifelst, entehrst du mich. Verstehe. Dann geh mal rüber zu Datu. Nein, warte. So kannst du doch nicht dahin gehen. Ich soll doch die Fragen beantworten. Verstehe. Ich soll dich mit einer Voodoo-Puppe übernehmen? Verstehe. Ich soll dich mit einer Voodoo-Puppe übernehmen. Ja. Malaika wird uns eine bauen. Das kann ich selbst. Wirklich? Ja, ich schätze, du hast dir nicht den schlechtesten Hallmark ausgesucht. Uwamba, jetzt bin ich beeindruckt. Besser nicht so überheblich. Noch hast du die Puppe nicht. Ich setze ganz auf deine Hilfe, wenn's nicht klappt. Du brauchst mich dafür nicht. Malaika wird dir helfen. Okay, gib mir eine Haarsträhne von dir und ich baue dir eine super prächtige Voodoo-Puppe. Gib mir eine Haarsträhne von dir und ich baue eine Voodoo-Puppe. Na gut. Aber wenn du nicht genau weißt, was du da tust... Dann gehe ich zu Malaika, klar. Gib schon her, ich mach das schon. Hier hast du mein Haar. Geh und bau die Puppe, Hallmark. Betet zu den Ahnen, damit ihr einen Platz im Reich... Das werden wir aber denn in der nächsten Aufnahmesession machen. Und der hier muss natürlich mir ins Wort fallen. Deswegen gehen wir mal ein bisschen hier weg und gehen wir mal ein bisschen hier rein.
Hier ist, glaube ich, ein bisschen ruhiger. So. Genau, können wir uns ein bisschen gemütlich machen, ne, Charlie? Und dann sag ich mal Tschüssi, Kowski, bis zum nächsten Mal. Und dann geht's dann weiter, ja, als nächstes mit Fallout 4. Also bis dann, euer InselGamer. Tschüssi, Kowski.